So, nächster Versuch, das war gerade sehr knapp. Ich erkläre auch gleich, warum das da knapp war. Ist sehr spannend gerade. Und Multitask schwierig. Aber erstmal der nächste Beitrag und dann erzähle ich ein bisschen, was gerade passiert ist, warum ich kurz weg war. Mark Forster in der Musik deines Lebens mit Übermorgen und ihr müsst nicht bis übermorgen warten, wenn ihr Musikwunsch habt, ihr könnt ihr direkt abschicken. 0170 33 55 55 3, das ist unsere Nummer hier im Studio. Wir erinnern uns noch an den Warntag 2020, der Mitte September. An diesem Tag sollten ja bundesweit Probealarme ausgelöst werden und das hat ja nicht so reibungslos funktioniert. Da gibt es also noch einiges zu tun. Auch bei uns in der Region, die CDU-Stadtratsfraktion in Bramsche, möchte die Möglichkeit zur Warnung der Bevölkerung im Stadtgebiet bei Großbränden und Katastrophen verbessern. Aus diesem Grund fordert sie nun mehr Serien in Bramsche. Am Radio Osnabrück-Telefon ist nun Andreas Kreppemann. Er ist Fraktionsvorsitzender der CDU in Bramsche. Herr Kreppemann, sind Sirenen nicht eigentlich altmodisch? Ich meine, es hat ja jeder ein Smartphone in der Tasche, es gibt ja Warn-Apps und so weiter. Ja, da haben Sie natürlich total recht und das ist auch ein sehr gutes Argument, da mal weg von den Apps und hin zu den Sirenen. Warum braucht denn jetzt Bramsche mehr Sirenen? Wir sind der Meinung, dass wir schon die Flächen, die in Bramsche dicht bevölkert sind, auch entsprechend abdecken können müssen mit entsprechender Alarmierung. Wir werden sicherlich nicht den letzten Bauernhof irgendwo im Außenbereich diesbezüglich erreichen, aber da, wo auch wirklich Bevölkerung ist, kann man beispielsweise 3000 Einwohner, da muss und nun die Frage aller Fragen, wer soll die neuen Sirenen bezahlen? Wir haben insofern ja auch in die Vorlage reingeschrieben, dass wir schon erwarten, weil es ja auch eine Komponente Katastrophenschutz hat. Und für Katastrophenschutz ist der Landkreis zuständig, dass man dort auch in Gespräche eintritt, dann der Landkreis hier finanzieren kann. Aber sicherlich wird auch die Stadt Bramsche einen entsprechenden Anteil mitfinanzieren. Mehr Sirenen für Bramsche, das fordert die CDU-Ratsfraktion von Bramsche. Am Radio Osnabrück-Telefon war dazu der Fraktionsvorsitzende Andreas Kömpemann. Herr Kömpemann, vielen Dank und ein schönes Wochenende. So, Temperatur wieder zusammensuchen. Hunteburg 5 Grad, jawohl. Schauen wir mal, was haben wir im Südkreis noch Schönes. Bad Iburg 4 Grad. Und hier bei uns, das Ding sagt auch 4 Grad. Glauben wir das mal. Jürgens Ort 4 Grad. So, zack. Photovoltaikanlagen, Fassaden, Untergarten reinigen, klare Sache. Raststores reinigen, wir machen das. Umweltbewusst reinigen, klare Sache. Machen wir mit Osmosetechnik. Seit 1995 sind wir mit Qualität, Zuverlässigkeit und gutem Kundenservice für Sie im Einsatz. Gebäudereinigung Winter aus Bunte. Ob Glas- und Rahmenreinigung, Bodenbeläge oder Teppichreinigung und vieles mehr. Wir machen das. Natürlich auch für Privatkunden. Klare Sache. Sprechen Sie uns an. Gebäudereinigung Winter. Ihr Gebäudereiniger für Osnabrück und umzu. Mehr Infos unter klare-sache.de. Klar soweit? Klare Sache. Wir machen das.
Dieser Weihnachtsbaum. So, was ist gerade passiert? Ganz kurz eben. Die Töne, die wir vorhin gehört haben, so vor ungefähr 10 Minuten, die kamen per WhatsApp. WhatsApp hat so ein bestimmtes Audioformat, das muss ich erst konvertieren. Das mache ich natürlich jetzt hier nicht auf dem Senderechner, weil unter Umständen hört man dann, was ich da versuche zu schneiden. Das wäre suboptimal, vielleicht ganz spannend für euch, aber für den normalen Hörer ist es eher so suboptimal. Und deswegen, ich habe mir die Dinger dann quasi per E-Mail auf meinen Laptop geschickt. Die Zeit-E-Mail, der steht nämlich hier. Was? Ja klar, wenn ich mit der Übertragung fortfahren will. So, hier ist da ist mein Laptop, zack, ne? Hier, da ist das Viech. So. Ich habe es da dann unkonvertiert in ein anderes Format, das ist auch unsere Automation, dieses Format frisst. Und der Laptop hat sich natürlich aufgehängt, wie es halt immer so sein muss. Das war eine Katastrophe hochziehen. Und ich bin in solchen Situationen nicht wirklich stressresistent. Das heißt, es war gerade, ich glaube, es riecht auch im Studio, es war gerade sehr spannend. Und ich bin wirklich jetzt heute, an diesem Samstag, komplett allein hier. Das heißt, es ist also keiner da, wo ich sagen kann, hier sind die O-Töne, schneidet mal eben, mache ich alles selber. Deswegen war es gerade ein bisschen spannend. Und Handy, E-Mail, deswegen habe ich mir gedacht, ich mache das eben einmal aus. Da könnt ihr mir jetzt noch so ein bisschen zugucken. Wenn ihr Fragen habt, fragt einfach drauf los. Ja, viel Spaß. Ich habe jetzt eigentlich gleich nur noch die Veranstaltungstipps und dann bin ich auch schon fast durch. Oh, ey Joko, Winterschalt, bei eBay ist gerade Cyber Week. Hau, Ripke. Cyber what? Was soll das heißen? Dass es jeden Tag krasse Deals gibt. Quasi sparen beim Geld ausgeben. Wie geil ist das denn? Dann kommt unser Paketboot Svenny demnächst täglich. Schnapp dir am eBay Cyber Weekend die besten Deals und spare bis zu 50% bei Top-Marken. Kaufen, verkaufen, eBay. Alles sparen wieder. Jetzt schon Weihnachtsgeschenke zum besten Preis sichern. Zum Beispiel den Tolino Schein 3 für nur 79 Euro. Und viele weitere Angebote in der Black Week vom 21. bis 30. So, und jetzt habe ich immer noch ein Geheimnis. Guck, ob das so funktioniert. Und zwar, die wichtigste Maschine hier im Haus ist nicht nur der Computer, nein, keine Angst, sondern, ein bisschen Licht haben wir ja auch, das Ding hier ist das Allerwichtigste. Zack. Kann man sehen? Jawohl. So. Ich nehme natürlich wie immer Glühwein, ist auch klar, ne? Wo ist der Glühwein? Da, zack, los geht's. Ja, so ein bisschen bei Laune halten. Ne? Bevor jetzt immer wieder irgendwo petzt. Nein, wir saufen hier zumindest um diese Uhrzeit. 12:30 nicht so. Das ist eher selten der Fall. Karneval haben wir das mal probiert, aber da war ich ja auf eher. Da habe ich ja nur Knöpfe gedrückt, da konnte ich nie mal Bier trinken. War ganz spannend. Aber pst, nicht dem Chef sagen. Coffee to go. Ja, komm mal mit. Zack. So, ist sie nicht schön, meine Weihnachtsbeleuchtung? Das Bundesministerium für Bildung, ich finde super. Das Kompetenzzentrum für Steuerungs-, Regelungs- und Messgeräte. Kleine Getränke im Studio, ganz wichtig. Hier steht auch nichts, ich sehe nichts. Jetzt bereitet mich mal eben kurz auf die nächste Moderation vor. Ihr könnt, wie gesagt, live zuhören, wenn ihr das habt. Eine 50-prozentige Förderung durch den Bund, so der CDU-Bundestagsabgeordnete Matthias Mittelberg. Weitere Einzelheiten dazu will er am Donnerstag bei einem Termin in der Handwerkskammer mitteilen. Der Meller Pop-Up Christmas Market ist am Vormittag gestartet, ja, der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr leider nicht stattfinden kann. Ja, das ist ein bisschen schade mit den Weihnachtsmärkten. Ich habe mich vor allen Dingen auf die Weihnachtsbratwurst gefreut, aber ich muss gleich nochmal hören, es läuft ein Werbespot bei uns. Oh, das war mein Handy. Die Weihnachtswurst gibt es nicht. Ich muss mal aufpassen, wo das zu kaufen ist, weil das echt lecker. Ich habe das jetzt zum ersten Mal probiert, die ist top. Dabei ist die tolle Idee entstanden, die Sortimente der kreativen Stände in den Geschäften der Miller City anzubieten. Auf sogenannten Pop-Up-Flächen haben 13 Geschäfte einen extra Bereich zur Verfügung gestellt. 22 Anbieter haben sofort zugesagt und freuen sich riesig, ihre Produkte nun doch anbieten zu können. So, Ruhe bitte. Die Pop-Up-Flächen sind bis zum 24. Dezember in den Geschäften aufgebaut. An allen Adventssamstagen haben die Meller-Geschäfte bis 18 Uhr geöffnet.
Ab kommenden Montag, am 30. November, wird ein Teilstück des Kollegienwalds in Dorsnabrück. Nein, mir ist nicht langweilig, keine Angst. Konkret betroffen ist der Bereich zwischen Schlagvorder Straße und Heinrich-Heine-Straße. Die SWO Netz erneuert in diesem Abschnitt mehrere Hausanschlüsse. Die Maßnahme soll voraussichtlich bis Jahresende abgeschlossen sein. Fußgänger und Fahrradfahrer können die Baustelle passieren. Soweit das wichtigste aus Stadt und Landkreis Osnabrück. Aktuelle Lokalnachrichten gibt es bei uns immer um 13:30. Unser Wetter für die Region Osnabrück. Das Wetter wird Ihnen... Grau ist die Trendfarbe heute. Ich habe gerade nochmal geschaut. Ich glaube, die Sonne, die wird es nicht mehr schaffen. Vielleicht aber auch doch. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir heute Nachmittag nochmal so ein bisschen Sonne sehen können. Ansonsten bleibt es grau. Nebel, Hochnebel, ganz viele Wolken über Stadt und Landkreis Osnabrück bei Höchstwerten um 6 Grad und einem mäßigen Wind aus östlichen Richtungen. In der kommenden Nacht ist es dann leicht bewölkt bei Tiefstwerten dann um minus 1 Grad. Wir schauen mal ganz kurz einmal auf die Thermometer bei uns in der Region. In Hunteburg messen wir 5 Grad, in Bad Iburg sind es 4 Grad und hier in Osnabrück am Jürgensort sind es auch aktuell 4 Grad. Staufrei einkaufen. Mit einer Entwarnung für die Autobahn 30, es gibt keine Schaufel mehr und auch keine Gegenstände mehr auf der Fahrbahn, da habt ihr wieder freie Fahrt. Noch ein Hinweis für Bad Rothenfelde, der Kreisverkehr Bahnhofstraße ist dort heute für Bauarbeiten gesperrt. Wer sich auskennt, der fährt drumherum. Der Landkreis Osnabrück, der blitzt heute und zwar in Wallenhorst und ihr habt uns auch noch was gemeldet. Rheinlandstraße hier in Osnabrück in der 20er-Zone wird geblitzt, Vorsicht dort. Und auf der Bundesstraße 51 zwischen Belm und Haaren, dort ist 50 erlaubt. Dann schauen wir aber ganz kurz auf die Parkplatzsituation. Aktuell belegt sind die Tiefgarage L&T, der Parkplatz Hamannsbrunnen und das Parkhaus L&T ist ebenfalls belegt. So, als nächstes habe ich jetzt die Veranstaltungstipps und ich habe noch so einen Internetrekord, aber den mache ich dann als letzte Meldung. Hier ist der VfL so ein bisschen weggelaufen heute. Aber das ist kein Drama. Das kriegen wir alles hin. Zack. So, Veranstaltungstipps sind schon mal vorproduziert. Die Pamina hat heute frei, ist noch ganz gut so. Die macht hier genug Stunden in der Woche. Da kann man sich am Wochenende auch mal ruhig ein bisschen Ruhe gönnen. Auf 104,2 in Melle und Bissendorf. Auf 104,2 in Melle und Bissendorf, Radio Osnabrück. 4 Sekunden. I'm coming home.
Okay. Da war jetzt ein Drop-In, habt ihr vielleicht gerade gehört, auf der Ramp. Das heißt, da war irgendwas drauf mit Radio Osnabrück hier, Radio Osnabrück da und so weiter. Konnte ich jetzt nicht sehen. Ich hatte hier einen eigenen vorbereitet. Hier so ein Ding, wo ist er? Im Gucken da, ich hätte das hier vorbereitet. Auf 104,2 in Melle und Bissendorf, Radio Osnabrück. Da hätte ich jetzt versucht, dann einfach mal so blanko draufzulegen, aber das System war da schneller. So, ich habe gleich eine Meldung von Madonna, aber mal gucken, ob ich auch irgendwie was Schickes von Madonna im System habe. Habe ich natürlich, das weiß ich. Kaffee, ich habe vergessen, Kaffee so. Oder ein Glühwein, ne? Prost! Von Madonna gibt es natürlich ganz, ganz, ganz viel. Uiuiui. Ui, ui. Guck mal, auf mir hart. Da habe ich auch eh Bock drauf. Da ein Spiel gleich mal auf mir hart. Finde ich super. Ich warte jetzt eigentlich nur, bis halt Veranstaltungstipps gestartet werden können. Das mache ich über das Ding hier. Kann man auch mit Sicherheit über das System machen, finde ich ein bisschen unpraktisch. Ich produziere mir das immer schön vor und los geht's. Schade, man sieht die Weihnachtsbörchen gar nicht so richtig. Ich habe hier extra noch Weihnachtsbörchen hingehängt. Sieht man so ein bisschen, aber... Vor Weihnachtszeit kommt, liebe Freunde. Wir sind bei euch. Skyfall of Stars um 12.41 Uhr und falls ihr da noch nichts vorhabt, hier sind ein paar Tipps für euch. Der Radio Osnabrück Veranstaltungstipp. Eure Ausgehhilfe für den Tag. Die Veranstaltungstipps werden Ihnen präsentiert von Fruchtland. Ihr Obst- und Gemüselieferant für Privathaushalte und Firmen. Mehr unter fruchtland.com. Hi, hier ist Pamina und wir starten ins Wochenende mit diesen Tagestipps. Ein schneller Blick auf den Countdown. Ja, noch 26 Tage bis Heiligabend. Bei mir waren 27. Vox zeigt aus diesem Anlass einen Weihnachtsfilm mit Tim Allen, aber es ist nicht Santa Claus. In Verrückte Weihnachten geht's um Nora und Luther Crank. Die beiden nehmen sich vor, dieses Jahr keine Lichterketten, kein Weihnachtsbaum, kein Schneemann. Wer weiß, wer das nie gezählt hat. Und vor allem keine Geschenke. Stattdessen wollen sie eine Kreuzfahrt machen. Aber da haben sie die Rechnung ohne ihre Nachbarn gemacht. Helena sagt 27 Tage, aber das weiß keiner. Kennt ihr das auch? Bei Familienfeiern kommt doch meistens von den Großeltern oder auch von der Tante sowas wie: Erzähl doch mal was. Diese Situation könnt ihr mit dem Familienquiz ganz einfach umgehen. Da kommen Fragen wie diese auf euch und alle anderen zu. Was ist die Person links neben dir am liebsten zum Frühstück oder auch wie haben sich deine Eltern kennengelernt? Das Gesellschaftsspiel Das Familienquiz ist für 3 bis 8 Personen ausgelegt. Es steht 7-6 für Klaas Häufer Umlauf. Heute hat Joko Winterscheid die Chance aufzuholen im Duell um die Welt.
Dafür hat er Unterstützung von Hollywood-Star Ralf Möller und Schauspielerin Janine Ullmann. Klaas tritt hingegen mit Luke Mockridge und Vincent Weiss an. Reist mit den Promis nach Griechenland, Italien, Tschechien und Island. Vielleicht hilft sie ein bisschen gegen das Fernsehen. Los geht's um 20.15 Uhr bei ProSieben. Habt ein schönes Wochenende mit diesen Tipps. Die Veranstaltungstipps wurden Ihnen präsentiert von Fruchtland. Ihr Obst- und Gemüselieferant für Privathaushalte und Firmen. Mehr unter fruchtland.com. Oh, Hilfe! So, letzte Moderation in Radio, also 4-5 Minuten. Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where. So, ich bereite jetzt gerade die nächste Moderation vor. Ich habe, moin Erik und Christina, schön, dass ihr da seid. Könnt auch zuhören, muss nicht nur zugucken. Ich bereite jetzt gerade die nächste Moderation vor. Da geht es um ein Konzert von Madonna. Deswegen habe ich auch gerade einen Song von Madonna rausgesucht. Ich nehme einfach mal die Freiheit und spiele mal einen Song, der zwar im Archiv, aber nicht in der Rotation gerade ist. Ist aber nichts Schlimmes. Und ich werde das mit einem kleinen Seitenhieb auf unseren Kumpel Wendler abschließen. Und der bietet ja so schöne Vorlagen, indem er sich halt selber irgendwie bei Instagram quasi
filmt mit irgendwelchen komischen Parolen oder irgendwelchen komischen Sätzen. Und ich finde das kriminell. Ja. Und ich bin ganz sicher, genau, dass es nicht mehr lange dauert. Den werde ich gleich einmal als Kommentar auf meinen Kommentar einspielen. Regel Nummer 1, man darf sich nicht immer selber ganz so ernst nehmen. Ich versuche das auch. Ah, könnte der Wetterbericht vorher sein. Ain't No Sunshine von Bill Withers hier bei Radio Osnabrück um 12:48 Uhr. Wir schauen jetzt nochmal ganz kurz in den Radio Osnabrück Kalender. Denn heute vor 20 Jahren, das war im Jahr 2000, für alle, die jetzt keine Lust haben nachzurechnen, hat Madonna einen Internetrekord aufgestellt. Und zwar hat sie ein Live-Konzert gegeben. Das Konzert fand in London statt, dauerte rund 30 Minuten und es sahen 9 Millionen Menschen per Livestream zu. Das war im Jahr 2000. Und das sind ungefähr 8,68 Millionen mehr, als der Wendler bei Instagram Follower hat. Nicht mehr lange dauern wird, bis diejenigen, die weiter diese Lügen verbreiten, auch dementsprechend zur Rechenschaft. Na, guck doch mal selber nach bei Instagram, also 8,68 zu 9 Millionen. Viel Spaß! So, moin mal an Timor, moin mal an André. Schön, dass ihr mir zuguckt. Ein bisschen gucken, was hier los ist. Ich bin noch so ein bisschen konzentriert, aber ist gleich vorbei. Weil ich meine, es ist die letzte Moderation jetzt hier gleich. Dann ist für mich hier Feierabend. Dann rüste ich ja alles ab. Da könnt ihr noch zugucken. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, fragt. Richtig gutes Audio gibt es halt dann über unsere Homepage, über die App, im Radio, falls ihr in der Nähe von Osnabrück wohnt. So, was nehmen wir denn als Rauschmaßer heute? Ein Schiffssagen-Song, komm.
Es war 86 oder 87, ganz genau weiß ich nicht mehr. Madonna, Open Your Heart hier bei Radio Osnabrück um 7 Minuten vor 1. Und damit ist es Zeit für mich, Tschüss zu sagen. Ich wünsche euch einen schönen ersten Adventssonntag, morgen Abend. Macht was draus, auch wenn das Wetter jetzt ja eher so grau und eher so dunstig wird. Wobei, morgen Nachmittag soll es ja Aufheiterung und ein bisschen Sonne geben. Vielleicht habt ihr Glück und erwischt die Sonne einfach auch. Ansonsten kann ich nur sagen, bleibt gesund oder werdet gesund. Thomas sagt Tschüss, wir hören uns auf jeden Fall vor Weihnachten nochmal wieder. Heute Abend um 18 Uhr geht es dann weiter mit Pamina und ihrer Hitparade. Und heute ab 20 Uhr wird gefeiert, egal was das Wetter macht. Tja, einschalten ist auf jeden Fall eine gute Idee oder noch besser, dranbleiben. Tschüss, sage Song von heute ist aus dem Jahr 2014 von einer Formation, beziehungsweise von einem Singer-Songwriter ist es eigentlich, aus den Niederlanden. Er hatte seinerzeit zur WM. Oder war es die EM? Ich muss mich kurz erinnern. WM war es genau. Zur WM 2014 hatte er einen riesengroßen Hit damit, zumindest in Benelux. In Deutschland ist das Ding auch so ein bisschen im Radio gelaufen und er ist so ein bisschen vergessen. Deswegen dachte ich mir, den bringst du noch mit. Die Rede ist von Dotan Home. Tschüss, werdet gesund oder bleibt gesund. So, das war's. Das war für mich heute alles. So, im System abgemeldet. Das heißt, diesmal kommen keine komischen Nachrichten oder halt, es kommen ganz viele Nachrichten. Speichern, was ich heute für Mist verzapft habe. Ja, über hier ausloggen. Zack. Zack. Ausloggen. Tschüss sagen per WhatsApp. Oh, die Corona-Zahlen sind gesunken, das ist richtig gut. Das ist meine gute Nachricht. Vielleicht tut sie doch mal was. So, die Kiste können wir runterfahren, da passiert nichts mehr. Brauchen wir halt nicht mehr. So, dann würde ich sagen, nehmen wir erstmal ein bisschen. Mal kurz ein bisschen Technik zeigen. Ich weiß, dass die ganz vielen Nerds jetzt zugucken. Das ist das Mischpult. Ja, mit einer Automation, wo gerade Musik läuft. Kommt ein Spiegel verkehrt, sieht man vielleicht. Da läuft gerade Dotan, gleich in 30 Sekunden kommt Werbung. Bisschen Limiter-Gedöns, Verkehrsmeldung kommen hier rein. Jingles haben wir da hinten in der Ecke, das ist das Bunte, wo Papa sich was gebaut hat. Das ist der Laptop, der mir vorhin das Leben gerettet hat. Die machen wir aus, gleich mal aus hier. Und da ist der Zaubertrank drin, der mir auch das Leben rettet. So. Danke fürs Zugucken. Wir sehen uns bald wieder. Ich denke mal, so kurz vor Weihnachten bin ich spätestens wieder da. Bleibt einfach mal so ein bisschen hier bei Facebook und ich werde es halt vorher ankündigen. Teilweise auch erst kurz vorher. Das heißt, ihr müsst samstags früh aufstehen. Schönes Restwochenende.